Diese große Tafel hier ist eine der außergewöhnlichsten, die ich in 20 Jahren je gesehen habe, und deswegen habe ich sie zur Besprechung hier in diesem Teil 2 ausgewählt. In Teil 1 haben wir uns schon so viel daraus erarbeitet, haben uns schon etliche Antworten erschlossen, die Sie vielleicht nochmal, wenn Sie den Teil 1 noch nicht mitbekommen haben, unbedingt nachverfolgen sollten, denn wir haben darüber gesprochen, wie es zwischen diesen beiden Hauptpersonen, die früher mal ein Paar waren, gemeinsam weitergehen kann. Inzwischen sind sie beide neu liiert und es steht die Frage im Raum, wie entwickelt sich das Ganze innerhalb der nächsten 6 Monate weiter, nachdem die beiden sich zufällig wieder begegnet sind. Was wir uns in Teil 1 schon angeschaut haben, nur noch mal kurz zur Reflexion, das sind die bewussten Ebenen der beiden Hauptpersonen. Ganz spannend wurde es dann schon am nächsten Punkt, als wir hier das Herz entdeckt haben in Verbindung mit dem Herrn in einer Doppelung. Der Herr spiegelt sich auch noch mit der Dame. Da haben wir schon unsere ersten Erkenntnisse draus gezogen und das wirklich en Detail analysiert. Des Weiteren sind wir hier zu den Botenkarten rübergegangen und da wurde es auch nochmal so richtig spannend. Das ist nämlich eine ganz besondere Konstellation, die wir hier entschlüsselt haben. So eine gibt es auch relativ selten und die musste unbedingt gesehen und besprochen werden. Darüber hinaus haben wir noch viele wesentliche Punkte in diesem Kartenbild besprochen, die schon mal zu einem großen Ganzen geführt haben. Aber das ist eben noch nicht vollständig und das werden wir uns jetzt komplett erschließen. Wieder mit allen Erklärungen und ja, mit allem Drum und Dran, was dazu gehört, sodass wir ein vollständiges Bild von dieser fantastischen großen Tafel bekommen. Und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Kurzer Ausblick auf das, was Sie jetzt in diesem zweiten Teil erwartet. Wir werden den Fuchs unbedingt genauer unter die Lupe nehmen und dabei auch nach Anzeichen für Untreue suchen. Des Weiteren schauen wir uns die Diagonalen der Themenkarten, vor allen Dingen Herz und Ring, genauer an. Was wir auf jeden Fall nicht auslassen dürfen, sind die Doppelungen. Und da kann ich schon mal vorwegnehmen, da wird es nochmal ganz besonders spannend. Da ist nämlich eine Doppelung drin, die ziemlich in die Irre führen kann. Und die müssen wir auf jeden Fall korrekt entschlüsseln. Das werden wir aber tun. Und ich gehe auch der Frage nach, könnte man so ein Kartenbild genauso rein über Intuition entschlüsseln? All diese Fragen und noch viel mehr klären wir jetzt in diesem Video. Und jetzt stellen wir mal die entscheidende Frage in den Raum. Gibt es in diesem Kartenbild deutliche Anzeichen für Untreue? Und ich nehme es gleich mal vorweg, lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Untersuchen Sie mal dieses Kartenbild hinsichtlich Anzeichen, die ganz klar für Untreue stehen. Ich habe so viele Legungen zu dem Thema gemacht auf meinem Blog, auf YouTube. Es gibt zig Beispiele, auch in unserer Facebook-Gruppe haben wir solche Themen dieser Art immer und immer wieder. Und dafür gibt es eben messerscharfe Beweise, möchte ich fast sagen, die sich in Form von Kombinationen, Konstellationen ausdrücken. Wenn Sie eben jetzt schon ein bisschen geübt sind, dann machen Sie sich mal hier bitte auf die Spurensuche. Sie können jetzt gerne mal das Video anhalten und wir werden dann gemeinsam weiterschauen. So, ich mache jetzt an dem Punkt auch direkt weiter und gebe mal des Rätsels Lösung. Wir haben hier nicht oder keine eindeutigen Fremdgehmerkmale, so dass man wirklich davon sprechen kann, jeder betrügt seinen Partner. Ja, also ich meine, wenn dann ist es eine gemeinsame Sache, wenn dann tun es ja beide, ja. Und dann müsste sich hier ein eindeutiges Betrugsszenario auftun. Zum Beispiel, indem der Fuchs in die Wolken schaut. Also das finde ich immer sehr, sehr, sehr markant. Oder indem zum Beispiel, ach, es gibt so viele Faktoren, ich möchte jetzt nur ein paar einzelne aufzählen. Der Hund im Haus vom Fuchs ist ein absoluter Klassiker. Ja? Auch eine der Personen im Haus vom Fuchs. Also es muss alles irgendwie mit dem Fuchs connected sein. Ist es hier nicht ganz so? Also, der Fuchs, der macht zwar schon was, aber er macht nicht genug, um jetzt hier tatsächlich von klarem Fremdgehen sprechen zu können oder die Aussicht darauf. Die beiden weiß nicht, ob sie es tatsächlich vorhaben oder ob sie davor zurückschrecken. Da kann ich jetzt auch nicht, also da weiß ich nicht ganz genau Bescheid. Ich kann nur nach dem gehen, was hier im Kartenbild liegt.
Und da gucken wir jetzt als erstes mal auf Doppelungen. Und zwar die Doppelungen hier vom Hund und vom Sarg. Die könnte in die Irre führen. Nämlich, die könnte sich dafür aussprechen, keine Treue. Also keine Treue würde bedeuten, im Umkehrschluss, es wird fremdgegangen. Aber es passt für mich nicht zum Rest, weil dann wäre ja eigentlich alles hinfällig, was wir uns vorher erarbeitet haben. Und da haben wir ja eher gesehen, dass man irgendwie nicht so wirklich Hand in Hand einen Weg gehen kann. Das Fremdgehen wäre ja zum Beispiel oder wäre immerhin ja schon mal ein Teil des Weges, ja, um sich vielleicht irgendwie wieder neu kennenzulernen. Aber dieser Weg ist halt nicht sichtbar. Insofern finde ich, muss man hier aufpassen bei dieser Konstellation und darf nicht einfach so ins Blaue hinein sagen, ah, okay, Doppelungen, die sind ja oberste Hierarchie, klar, sie sind super wichtig, also bedeutet das keine Treue. Kurzum, die beiden gehen fremd. Nee, da hat man halt nicht die Rechnung mit dem Rest von dem Kartenbild gemacht und somit kommt man hier auch nicht stößt man auch nicht auf des Pudels Kern. Das bedeutet für mich hier viel mehr, dass man keine Verbindung aufbauen kann. Also erst einmal in Form oder nach dem Wesen des Hundes durch eine freundschaftliche Art, ja, der Annäherung. Das ist für mich hier ein Stück weit gemeint. Was die beiden aber versuchen, das ist hier mit dem Fuchs im Haus der Blumen angezeigt. Ein so markanter Indikator, den ich seit 20 Jahren immer und immer wieder verfolge, wenn es um solche Themen geht. Fuchs im Haus der Blumen, ich verrate es Ihnen, ist ein Date mit einem Hintergedanken oder ein Date, was man irgendwie so, man gibt einen Grund vor, um ein Date haben zu müssen. Jetzt können die beiden sich hier nicht richtig daten. Aber sie könnten zum Beispiel einen Grund haben, bei Rewe einkaufen zu gehen. Da sind wir wieder auf dem Rewe-Parkplatz gelandet. Ja, so, und da kann man sich ja schon mal einen Grund suchen, ne? Und sagen, oh, jetzt ist ja wieder die Milch ausgegangen. Oh, der Ketchup fehlt, die Kinder, niemals die Nudeln ohne Ketchup. Also muss man nochmal los, ja. In der Hoffnung, dass man sich da wieder begegnet. Und die Wahrscheinlichkeit, wie es die Vergangenheit jetzt herausgestellt hat, ist ja recht hoch, dass es klappt. Ja, weil vielleicht der andere auch dieselbe Intention hat. Also, somit ist es hier schon so ein bisschen drauf angelegt, ja, dass man sich begegnet und das ist der Fuchs im Haus der Blumen. Das muss deswegen nicht gleich zum Date kommen. Aber so die richtige Verbindung irgendwie auch in einer konstanten Form, das ist auch das Wesen des Hundes, diese konstante Form, die gibt es halt eben nicht. Und jetzt müssen wir uns nochmal die Sequenz hier oben anschauen, mit dem Fuchs auf den Anker schauen. Wir hatten ja ganz am Anfang schon festgestellt, dass die Dame im Haus des Ankers liegt. Das ist jetzt hier ein bisschen knifflig. Auch hier könnte man wieder in die Irre geführt werden, denn eigentlich bedeutet diese Konstellation ganz, ganz, ganz häufig eine Art von Misstrauen oder Vertrauensbruch. Aber sie kann eben auch etwas anderes bedeuten. Und dafür ist eben der Lenormand-Liebesbotschafter wieder so eine unfassbar große Hilfe. Denn der erklärt uns, was diese Konstellation eben noch so in sich verbirgt. Zum Beispiel falsche Hoffnungen. Ja? Also man sieht ja hier die Hoffnung, die ist so riesig. Und im Grunde genommen auch, es ist ja nicht nur Hoffnung, es ist schon eine Zuversicht mit der Sonne, ja, darauf, dass man hier etwas irgendwie gemeinsam aufbauen kann, ja, oder wieder anknüpfen kann. Jetzt kommt der Fuchs und der ist ja immer gemein, wenn er in irgendwas reinschaut. Das heißt, der zerschlägt diese Hoffnung und sagt, es sind falsche Hoffnungen. Also man baut hier auf einer Sandburg auf. Ja, der Sand zerrinnt unten drunter. Der Anker, hier auch auf Sand gelegt, findet eben nicht den Halt, nicht die Stabilität, nicht hier am Ufer zumindest, ja, um sich zu fixieren, um etwas tatsächlich
und realistisch aufzubauen. So. Und das heißt, hier ist es auch von der Bedeutung her nochmal wichtig zu betonen, es ist auch falsch, an etwas festzuhalten. Und wir haben ja gesehen, wie sehr sie sich gerade daran klammert. Also das ist jetzt hier, es wird immer bitterer und bitterer. Ne? Das merken Sie schon auch, je weiter wir hier in die Tiefe gehen, desto unglücklicher wird diese ganze Geschichte, mal zumindest für die 6 Monate betrachtet. Und jetzt können wir wieder so froh sein, also zumindest die Ratsuchende, die könnte sich jetzt sagen, ja, okay, die nächsten Monate ist das vielleicht alles noch nicht spruchreif. Aber wenn sie unbedingt daran festhalten mag, gibt es ja auch noch eine Zeit darauf. Und da müsste man dann wieder ein neues Kartenbild legen und schauen, wie sich das dann alles neu entwickelt. Ja? Ob dann vielleicht auch irgendwelche Möglichkeiten bestehen, ob vielleicht auch der Wille da ist, deswegen das ganze Familienleben, das Eheleben aufs Spiel zu setzen. Wie wir hier schon gesehen haben, bei ihm werden eher diese Gedanken an Veränderung schwächer. Jetzt haben wir hier noch eine weitere Doppelung, müssen wir uns natürlich ansehen. Mond immer aus der Ruten, mit den Ruten schräg dran. Dadurch ist die Doppelung nicht ganz so stark, wie wenn es hier direkt Kante an Kante angrenzt. Nichtsdestotrotz, müssen drüber reden. Also, Mondruten ist für mich immer der Klassiker, hin und her gerissen sein. Das passt natürlich auch total gut zu der Situation. Und das betrifft aber vor allen Dingen hier ihn. Also, man sieht ja, dass die Dame jetzt nicht unbedingt die geradewegs eine Verbindung zu dieser Konstellation hat. Also ist es vorwiegend in seiner Linie zu sehen. Und das heißt, er ist so hin und her gerissen, kommt aber wohl eher zu dem Schluss, es ist vergebene Liebesmühe, es macht keinen Sinn. Deswegen die Gedanken an die Veränderung weniger. Und jetzt gibt das Ganze schon so ein rundes Bild ab. Wir sind noch nicht einmal fertig, wobei sehr weit fortgeschritten. Also bis zu diesem Punkt haben wir uns schon wahnsinnig viel erarbeitet und auch alles schlüssig miteinander in Verbindung gesetzt. Und das ermöglicht eben eine analytische, eine strategische Herangehensweise. Intuitiv wären wir in diesem Kartenbild hoffnungslos verloren. Also wer das nicht ist, soll sich gerne bei mir melden und mir das Gegenteil beweisen, sehr gerne. Aber wenn man jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen mit Köpfchen an die Sache herangeht, kommt man eben halt auch zu einem Resümee, ja, und zu gestochen scharfen Aussagen. Gerade wenn die Intuition mal einfach nicht da ist und wir haben sie nicht permanent verfügbar den ganzen Tag. Das kann mir keiner erzählen, dass er 24/7 seine Intuition eingeschaltet hat, ja, und immer alles intuitiv auf dem Radar erfassen kann. Never ever. Das funktioniert nicht, ja, das ist eine Lüge aus meiner Sicht. Ich weiß, es ist ein bisschen provokant jetzt, aber also zumindest, wenn ich jetzt mal von mir rede, meine Intuition ist mit Sicherheit ganz gut ausgeprägt, aber wenn ich Karten lege, verlasse ich mich lieber auf mein rationales Verständnis für die Legungen, in denen ich ganz klar definierte Deutungsregeln anwende und mich somit durchs Kartenbild navigieren kann und genau die Punkte entschlüsseln, die wichtig sind. Dabei übersehe ich auch nichts Wesentliches und habe hinterher eine gestochen scharfe Ansicht dessen, was da stattfindet und was da eben auch an Entwicklung möglich ist. Und damit bin ich am Ende des Tages, wenn ich ein Kartenbild gelegt habe, glücklich und zufrieden, weil ich weiß, auf diese Aussagen kann ich mich stützen und verlassen. Intuition, gut und schön, wenn sie dabei ist, wunderbares Hilfswerk, ja. Aber eine Intuition kann niemals einen roten Faden erschaffen, geschweige denn tatsächlich handfeste Botschaften herausarbeiten, auf die man sich wirklich voll und ganz verlassen kann. Gut, wir machen jetzt weiter, denn wir sollten uns jetzt zum Schluss mal endlich anschauen, was sich in den Häusern Herz und Ring abspielt, denn das sind ja auch unsere Zukunftsaussichten. Und hier finden wir, und das haben wir eigentlich vorher schon benannt, im Prinzip auch schon abgeklärt, finden wir die Wolken im Haus des Herzens. Ja, und das hatten wir vorher in Zusammenhang mit den Boten gebracht. Und da habe ich ja schon klar gesagt, also das ist halt, es ist ein schöner Traum, eine schöne Vorstellung.
Aber leider halt auch nicht so viel mehr. Jetzt bewegt sich das Schiff da eben auch noch drauf zu, hatten wir auch schon ergründet. Und so viel mehr kann jetzt aber das Schiff, auch wenn es sich im Haus vom Ring befindet, gar nicht ausrichten, weil es aufgrund der Wolken und der fehlenden Klarsicht gar nicht die Kraft dazu hat, um sich auf ein Ziel zuzubewegen. Das ist für ein Schiff in einer dicken Wolkenwand nicht möglich auf hoher See. Und bildlich gesprochen, ja, und das können wir hier aufs Kartenbild übertragen. Das heißt, ein Schiff ist ja nicht nur ein Transportmittel, sondern auch etwas, was mit unseren Sehnsüchten verbunden ist, mit unseren Visionen, mit den Dingen, die wir uns ausmalen. Und hier gerade mit Schiff und Wolken malt man sich halt wirklich viel Schönes aus, weil die Gefühle füreinander da sind. Dieses seelische wieder aneinander andocken, was wir vorher alles hatten. Aber es ist halt ein Bild, was die Fantasie zeichnet und nicht die Realität. Sie möchten erfolgreich und seriös Lenormand lernen. Sie haben genug davon, immer wieder nach neuen Anleitungen zu suchen und doch nicht das Richtige zu finden. Dann starten Sie jetzt mit dem perfekten Videokurs, der Ihnen alles bietet, was Sie als Einsteiger brauchen. Entdecken Sie jetzt den ultimativen Lenormand Videokurs mit kostenlosem Zertifikat. Und wenn wir jetzt mal einen Riesensprung machen würden, um uns anzusehen, wie geht es denn mit den Partnern weiter, die wir anfangs schon mal erwähnt hatten, den Bären für die Dame, Schlange für den Herrn. Das ist klar vordefiniert und ist auch so wichtig, ne? Personen immer vordefinieren. Dann können wir hier wirklich nicht davon sprechen, dass sich in diesem halben Jahr irgendwelche überraschenden Trennungen ergeben würden. Denn man sieht einfach nichts davon. Es beginnt schon mit dem Ring, der ja hier auch, ne, im Haus der Schlange hatten wir bereits, ja auch fest verbunden ist. Auch wenn wir uns mal solche Karten anschauen, was treibt denn ein Turm? Die klassische Trennungskarte. Ja, der ist weit weg vom Schuss. Er spielt in dem ganzen Szenario kaum eine Rolle. Er ist nicht mit wesentlichen, also mit deutungsrelevanten Karten wie den Hauptpersonen, den Themenkarten und so weiter verknüpft. Im Gegenteil, er spiegelt sich sogar noch mit dem Fuchs. Das heißt, es scheint eine Trennung zu sein, es gibt aber keine. Ja? Und auch hier haben wir ja noch, das ist noch wichtig, ne? Müssen wir noch drauf eingehen, das Herz in Verbindung mit dem Fuchs und der Sense, also das heißt Spiegel und Korrespondenzkarte. Es wäre ein Fehlversuch, fremd zu gehen. Ja? Also das Scheitern ist hier durch den Turm angelegt. Dann hier hatten wir ja schon die absolute Warnkombination. Ja? Und das drückt es einfach nochmal ganz stark aus. Versucht es erst gar nicht. Das würde ich meiner Ratsuchenden ans Herz legen. Versuche es erst gar nicht, denn es ist zum Scheitern verurteilt. Also jeglicher Ansatz dahingehend, dass man irgendwie schaut, kann man sich nicht doch vielleicht erstmal heimlich irgendwie annähern, kennenlernen und so weiter, ist schon wieder mal vergebene Liebesmühe. Also das wird mit Sicherheit nicht gut ausgehen, nicht gut enden. Und es wird nicht dazu führen, dass man jetzt sagt, okay, man ist sich vollkommen im Klaren, dass man sich von den Partnern trennt. Und dieses Szenario, es ist in keinster Weise gegeben. Man sieht hier ja auch keine Verbindung zwischen Turm und Schlange. Dann gut, der Bär da oben aber so richtig was zu tun hat, dann mit dem Turm auch nicht. Ja? Und auch ein Sarg fehlt hier an der Stelle vergeblich, wenn es irgendwie um den Ring geht, ja, der Ring, der hat eben halt auch hier, das ist keine Verbindung zum Turm, ja, es ist viel zu weit weg, auch keine Verbindung zum Sarg hin, also all diese Trennungsmerkmale, die so klassischerweise irgendwie vorhanden sein müssen und das nicht nur einmal, sondern zwei, drei, vier, fünf Mal, wenn es so weit kommen soll, sucht man hier vergeblich. Und von daher ist auf jeden Fall auszuschließen, und da würde ich fast 100% drauf geben, es gibt nie 100, ja, aber 99,9%, dass die beiden sich in dem Zeitraum definitiv nicht von ihren Partnern trennen werden. Und der Weg in eine gemeinsame Zukunft hier in keinster Weise gegeben ist.
Jetzt kann natürlich noch eine berechtigte Frage im Raum stehen, nämlich der Fuchs hat ja in der Diagonale auch seine zwei Gesichter. Er schaut also auf den Hund drauf, was normalerweise ja schon so, wenn die beiden nebeneinander liegen, Kante an Kante, für mich auch ein sehr klares Indiz für Fremdgehen ist. Hier muss man aber auch noch in Betracht ziehen, was die Folgekarten ergeben. Und Schiff und Brief ist für mich so ein Klassiker für, man macht sich über etwas Gedanken, man schenkt etwas sehr viel Aufmerksamkeit. Ja? Man ist von etwas bewegt, von Gedanken, von Gesprächen, von einem Kontakt bewegt. Und ja, man versucht dem irgendwie auch nachzugehen und nachzuspüren und natürlich dann auch mit dem Schiff mit Sehnsüchten verbunden. Und hier, das ist für mich hier die Form der Untreue, die stattfindet. Für manche ist das ja schon Fremdgehen, wenn es bereits in den Gedanken anfängt oder in den stillen, heimlichen Träumen. Für andere ist es das noch nicht. Ja, das ist jetzt eine moralische Definitionssache. Das kann sich jetzt jeder selber oder muss jeder selber mit sich ausmachen. Aber die Karten, die wollen hier einfach anzeigen, dass sozusagen jetzt das Fremdgehen vielleicht ein Stück weit über diese, ja, über dieses Sehnen stattfindet, über dieses, ja, mit den Gedanken zum anderen hinwandern mit dem Schiff, ja. Vielleicht auch dadurch, dass man einfach miteinander spricht, dass wenn man sich sieht, man geht sich ja nicht aus dem Weg, sondern man begegnet sich ja auch, wie wir gesehen haben, mit dem Fuchs ganz gezielt und bewusst. Das ist aber allenfalls die Vorstufe des Fremdgehens. Also den ganz klaren Betrug kriegen wir hier nicht angezeigt. Um auf Nummer sicher zu gehen, schauen wir uns aber nochmal das Buch an. Das Buch liegt im Haus der Wolken. Und klar, hier muss man sich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie geheim kann das Ganze überhaupt bleiben? Fliegt es vielleicht irgendwo auf? Und das tut es hier eher nicht, denn auch wenn man sich mal anguckt, das Buch wird von den Mäusen vermehrt, dadurch wird das Geheimnis eher größer und ist hier eben auch in Verbindung mit dem Ring gegeben. Also das ist, ja, man hüllt sich in Schweigen. Ich denke auch, dass die Partner darüber jetzt nicht allzu viel in Erfahrung bringen, was die beiden so hinterm Rücken immer wieder zueinander führt. Jetzt hier, wenn wir uns nochmal das Buch, und darauf wollte ich hinaus, mit den Wolken genauer ansehen, ja, dann steht diese Kombination für Heimlichkeiten, ja, auch so ein bisschen für Täuschen und Tarnen. Und die Wolken wiederum, jetzt sind wir bei einer Symbolkette gelandet, sind im Haus vom Herzen. Das heißt, Heimlichkeiten über die Gefühle, die da vorhanden sind. Und wenn wir uns das Herz wieder anschauen, bildet es hier einen krönenden Abschluss mit dem Herrn zusammen. Das heißt, es geht um seine Gefühle der Verliebtheit, die hier im Verborgenen bleiben. Das Buch kann in aller Regel, und darüber habe ich auch schon ein ganz tolles Video gemacht, was kann das Buch alles entschlüsseln, das Geheimnis entschlüsseln. Und nein, da verrate ich jetzt nicht mehr drüber, das sollen Sie sich gerne anschauen, wenn Sie daran Interesse haben. Also, wodurch wird ein Geheimnis im Lenormand gelüftet? Da gibt es eindeutige Indikatoren, durch welche das geschehen kann. Und da gibt es gar nicht so viele, die sollte man sich auch alle merken, weil das immer so wichtig ist, in nahezu jeder Liebeslegung, was bleibt ein Geheimnis und was kommt ans Licht. Und hier kann man nur sagen, also hier kommt nicht wirklich viel ans Licht. Wir haben dieses Kartenbild jetzt schon in Gänze durchgesprochen. Wir haben so viele Faktoren ergründet. Und haben uns alles Wesentliche genau angeschaut. Das heißt, wir konnten uns ein klares Bild davon machen, was die beiden
zusammenführt, beziehungsweise was die beiden voneinander trennt, wie es weitergeht, zumindest auf die 6-Monats-Frist gesehen. Ein bisschen Deutungsarbeit haben wir jetzt noch vor uns, denn was uns noch fehlt, sind die Diagonalen der Themenkarten. Die müssen wir uns natürlich genauer anschauen, aber das ist in dem Kartenbild eigentlich recht einfach, weil die Themenkarten direkt an den Außenseiten liegen und wir dadurch durchlaufende Diagonalen haben, also keine gebrochenen. Wer meinen Aufbaukurs gelesen hat, weiß, da wird es dann oft ein bisschen tricky an den Stellen. Also hier haben wir alles super einfach. Wir beginnen jetzt einmal beim Herz. Das Herz ist ja ohnehin schon Dreh- und Angelpunkt dieser Legung, eben durch die besagte Doppelung hier mit dem Herrn. Und jetzt landen wir hier durch das Kind, gehen wir weiter hier, landen dann beim Schlüssel und beim Kreuz. Schlüssel-Kreuz ist eine phänomenale Kombination. Nicht, dass sie jetzt immer Wunder was Gutes verspricht, sondern sie ist einfach ausgenommen wichtig. Also wenn man diese Kombination im Kartenbild hat, dann muss man da unbedingt genau hinschauen, weil sie so vieles bedeutet und jede einzelne Bedeutung kann das ganze Kartenbild außerordentlich prägen. Diese Aussagen von Schlüssel und Kreuz, die finden Sie auf meinem Blog und ich habe das Ganze noch ein bisschen erweitert, also die erweiterten Deutungsoptionen finden Sie im Liebesbotschafter. Grundsätzlich passt hier für mich eine Deutung am besten. Es ist eigentlich die Deutung, die sehr häufig zutreffend ist. Und zwar, dass etwas sich absolut bestätigt. Und man sieht hier schon, was sich bestätigt, das liegt ja auf der Hand. Wir haben auch bereits darüber gesprochen. Das Kind hatten wir schon gedeutet, vor allem hier mit dem Mond in Verbindung. Also es geht um etwas, was entsteht, was wieder aufflammt. Und mit dem Herzen verbunden sind das natürlich Gefühle, Liebesgefühle. Liebe ist immer so ein großer Begriff. Sprechen wir einfach mal von einer gewissen Verliebtheit. Seinerseits, ganz eindeutig seinerseits. Selten können wir das so eindeutig zuordnen wie in dieser großen Tafel. Also, hier kann man wirklich davon sprechen, dass sich das bestätigt, dass er etwas empfindet. Und dass ihn das nicht unberührt lässt, wenn die beiden sich immer wieder zufällig begegnen. Jetzt haben wir aber auch ganz klar festgehalten, vorher schon, Ring ist ganz was anderes, eine ganz andere Liga als das Herz. Mit dem Ring schauen wir uns ja an, was kann sich denn da beziehungsmäßig bewegen? Und dafür begeben wir uns ja auch wieder in die Diagonalen, weil das immer unsere Zukunftslinien sind. Am Anfang der großen Tafel schaut man sich die Gegenwart an und alle Ebenen, die dazu gehören. Und dann wechselt man eben in die Zukunft hinein, wo wir mit einigen Deutungstechniken uns all die Botschaften erschließen können, die die Zukunft betreffen. Und mit Zukunft ist immer der Zeitraum gemeint, der durch die Fragestellung festgelegt wurde. Also, gehen wir erst einmal in die kurze Linie rein, hier mit dem Hund und dem Klee. Das sieht eigentlich erst einmal ganz nett aus, aber wir müssen natürlich auch hier an diese Doppelung denken, die wir uns vorher schon erschlossen haben. Und Klee und Hund zeigt einfach nur, hier gibt es immer wieder eine kurze Annäherung, einen kurzen Moment, wo man diese Verbundenheit spürt. Aber das sind eben halt auch nur die besagten Momente, wo man sich auf dem, bleiben wir beim Rewe-Parkplatz, begegnet und sich dann eben austauscht und auch mal tief in die Augen schaut und vielleicht auch spürt, dass der andere gerade irgendwie mehr wollen würde, aber es geht nun mal nicht aufgrund der Umstände und dann muss man sich doch wieder Tschüss sagen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. So. Und genau dieses Szenario ist hier beschrieben. Jetzt die andere Flanke mit dem Berg und dem Reiter. Da haben wir noch die Eulen mit dem Gepäck. Eulen und Reiter haben auch ganz viele verschiedene Bedeutungen. Und eine, die davon hier passen würde,
ist das aufregende Erlebnis. Es ist halt jedes Mal ein Nervenkitzel. Trifft man sich nicht, kann man sich jetzt gerade mal irgendwie, kann man gerade mal aufeinander zugehen, gibt es die Situation her, wird man vielleicht beobachtet oder ja, also es ist jedes Mal mit so einem kleinen Risikofaktor behaftet. Und das sieht man halt sehr schön an den Eulen. Das ist einfach so diese unberechenbare Situation, die man nicht vorher kalkulieren kann. Nichts, was man im Griff hat. Mit den Eulen hat man sowieso nie was im Griff. Also, jetzt trifft das Ganze aber halt dummerweise auf den Berg und wir haben ja auch schon vorher gesehen, der Reiter bewegt sich ungünstig auf die Wolken zu. Das ist ja hier ein ganz, ganz kritischer Punkt gewesen, den wir genauer angeschaut haben. Und über die Diagonale wird es halt nicht besser. Also Reiter und Berg bedeutet immer, da sind so viele Steine im Weg und die kann man nicht mal eben beiseite schieben. Also das ist wirklich was, wo man große Mühen hat und wo der Initiative, dem Vorwärtsdrang einfach Grenzen gesetzt werden. Und das spricht sich hier einfach an so vielen Ecken und Enden aus in diesem Kartenbild, dass wir es immer wieder bestätigt bekommen. Und somit ergeben sich halt auch diese krassen Kontraste, die ich vorher auch schon mal angesprochen habe, ne? Mit hier diesen Gefühlen, die so deutlich in einem Kartenbild selten zu sehen sind und auf der anderen Seite aber hier auch die Unmöglichkeit, irgendwo einen Weg zueinander zu finden, zumindest auf die befragte Zeit hin. Und somit gibt es wirklich ein sehr, sehr rundes und schlüssiges Bild. Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf einen Punkt eingehen, weil ich dahingehend immer wieder gefragt werde und weil das auch immer wieder zur Diskussion steht in der Facebook-Gruppe, wenn es um eine große Tafel geht und zwar die Diagonalen, was die Zweigesichterkarten betrifft, wovon es ja mehrere gibt. Und ich persönlich deute in den Diagonalen als zwei Gesichter nur die Mäuse, die Sense und den Fuchs. Na, das möchte ich einmal so klarstellen, weil diese Frage eben immer wieder aufkommt. Hier bei den drei Karten, da muss man einfach einen Unterschied machen nach der Lage, was liegt zur einen Seite, was liegt zur anderen Seite. Also das kann man echt nicht übergehen. Berg und Wolken sind ein bisschen eine Grauzone, zumindest in der Diagonale, weil es da schwierig ist, die Seiten auseinander zu dividieren. Da habe ich so ein bisschen Abstand davon genommen und für mich zumindest, wie Sie das halten, ne, ist Ihnen überlassen, aber zumindest mal habe ich das für mich festgelegt, da mache ich dann keinen Unterschied, was die zwei Gesichter betrifft, ja, sondern halte diese Karten in ihrer ursprünglichen Bedeutung fest. Fleißig, wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben. Jetzt haben Sie auf jeden Fall das richtige Werkzeug in der Hand, um auch so komplexe große Tafeln wie diese zu entschlüsseln, um auch die Magie zu entfesseln, die in so einem Kartendeck mit all seinen Botschaften steckt. Dazu sind Sie jetzt in der Lage. Und wenn Sie noch mehr Material brauchen, dann finden Sie das hier unten in der Videobeschreibung. Ich habe einen Online-Shop mit allerhand Produkten zum Thema Lenormand, wo Ihnen wirklich jedes Hilfsmittel an die Hand gegeben wird. Und natürlich auch auf diesem Kanal ist es mir so wichtig, dass Sie mich unterstützen mit einem Abo, mit einem Like. Es ist immer noch die Hälfte aller Zuschauer ohne Abo. Und ich würde mir wünschen, dass das einfach noch mehr Menschen werden, die diesen Kanal und damit auch meine Arbeit und die Qualität und die Häufigkeit meiner Videos unterstützen. Denn das brauche ich, um weiterhin diese wertvolle Arbeit zu leisten. Ich nenne es jetzt einfach mal so und so bekomme ich es auch als Feedback von Ihnen. Es ist so wichtig, die Unterstützung zu haben und gleichermaßen gebe ich natürlich auch ganz viel zurück über meinen kostenlosen Blog, über meine Facebook-Gruppe, in die Sie herzlich eingeladen sind und natürlich auch hier mit weiteren Videos.